Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Pokémon Blattgrün. Ja, und es ist ein Wunder geschehen. Ich habe wirklich offline mal ein bisschen meine Pokémon trainiert. Ja, ganz toll. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Pokémon welches Level erreicht hat. Aber Schlappi hat auf jeden Fall mindestens eins erreicht. So, und ich weiß nicht mehr, was ich angekündigt habe, was ich jetzt mache. Also erstmal gehe ich jetzt zum Poké-Center. Und, falsche Seite. Ich will immer hier lang gehen. Und werde mir meinen Dratini holen. Ich hatte auch einen Vorschlag für einen Namen. Nein, ich hatte zwei Vorschläge, aber den einen habe ich vergessen. Und der andere war, glaube ich, Sky. Glaube ich. Ich glaube, ich werde es einfach so nennen. Hört sich auf jeden Fall schön an. Okay, Pokémon-Lagerungssystem. Pokémon bewegen. Dann nehmen wir das Dratini hier. Und tun es hier, upsala, nicht in Box 14. In Ups, Team Pokémon. Statt Dragosu. Tausch. Zurück. Hier, kommst in die Standardbox. Kannst dich mit anderen Pokémon vergnügen. So. Ja, und ich habe auch mal nachgeguckt, den EP-Teiler kann ich mir leider immer noch nicht holen. Und das ist mir jetzt auch momentan relativ Wurst. Und jetzt fliegen wir erstmal zum Namenmacher. Lavandia war der, glaube ich. So. Endlich nutze ich das Fliegen auch mal. Wäre ja scheiße, wenn ich jetzt da zurücklaufen würde. Das wäre ja selten dämlich. Ich meine, ich bin selten dämlich. Aber nicht heute. Hallo, bla 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 bla, ja. Bla, ja. Bewerte bitte diesen Namen. Dratini. Der Spitzname ist Dratini und da ein schöner Name. Das ist gar kein Spitzname, das ist der richtige Name, dass er das nicht erkennt. So. So, jetzt nennen wir es Sky. Was Besseres sehen, oder wie geht das Slogan? Ich sehe was Besseres. So. So. Und falls ich mich jetzt vertan habe und das doch nicht der Vorschlag war, und ich einfach nur zu viel Werbung geschaut habe, dann muss ich das nächste Mal nochmal umbenennen. So. Fertig. Ja, schön. Ja, welchen Glück, bla bla bla. Oh. Welches Level war das Dratini nochmal? Ü20, dann ist es ja sogar schon höher als hier Schlappi. Gut. Dann zurück und wir fliegen nach... Ach nee, bei Lavandia kann ich gleich bleiben. Ohne dass ich jetzt wieder 1000 Leute hier aus Versehen anrempel, die dann gegen mich kämpfen wollen. An denen komme ich ja auch irgendwie vor... Oh. Ja, es ist mir mal wieder passiert. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier rumstehen. Ja, nein, gar nicht blöd. Tag und Nacht stehen sie dort. Obwohl, Nacht gibt es hier gar nicht. Und sie heißt Leila. Ja, eigentlich ist er... Oh, Schlappi, oh, Schlappi. Es kann inzwischen Tackle. Wahnsinn, oder? Der glatt verpasst, wie es Tackle gelernt hat und es wird ausge... Ey, perfekt, dann muss, ich es gar nicht tauschen. Das finde ich eigentlich relativ gut gerade. Das erleichtert mir einiges, wirklich. Danke, Taubsi. Weil man hat ja gesehen, wie viel das Tackle abgezogen hätte. Das hat jetzt noch eine Million Jahre gebraucht, bis soweit ist. Als nächstes wird Nidoran eingesetzt. Dann gucken wir mal, was unsere liebe Sky denn kann. Ist sie überhaupt weiblich? Ja, ich glaube, es ist weiblich. Ja, es ist weiblich. So. Das kann Wickel, Silberblick, Donnerwelle und Windhosche. Dann mach mal Wickel. Wow, zieht ja voll viel ab. Mist. Warum rede ich jetzt eigentlich so bescheuert? Egal. Ich muss mich auf das Niveau meines Gegners herunterlassen, um ihn zu bekämpfen, habe ich gerade beschlossen. Windhose? Zieht das überhaupt was ab? Wir machen es einfach mal. Windhose. Warum heißt es eigentlich Windhose? Ich meine, ist das ein Wind, der aussieht wie eine Hose? Geht das überhaupt? Und ich meine, warum können gerade Drachen das? Also, es ist ja Typ Drache, warum nicht Typ Flug, wenn es doch eine Windhose ist? Hm. Ist ja auch egal. Zumindest kann Sky jetzt schon mehr als unser gutes Schlappi, das schon seit 3 Millionen Jahren in unserem Team ist. Und... Ja, kriegt aber nicht wahnsinnig viel. Ja, wir wechseln das Pokémon jetzt nochmal. Komm hier, Schlappi, zeig, was du kannst. Mach schon.
Und kann es was. Die hat aber auch zu viele Pokémon, ey. Das nervt. Nervt, ey. Ja, okay, sorry, Leute. Ich habe in letzter Zeit einigermaßen viel Fernsehen geguckt. Also einigermaßen. Also verhältnismäßig. Das heißt, dass ich jeden Tag mindestens eine Sendung im ganz normalen Fernsehen geguckt habe, was relativ selten ist. Dann habe ich mir mal hier Comedy Serien auf ProSieben angeguckt. Oh, mein Schlappi stirbt. Ach, dann hauen wir es mal einfach ganz schnell mit einem anderen Pokémon weg. Ja, und danach kommt ja mal Tough und dann habe ich immer noch ein bisschen Tough geguckt. Aber ich glaube, das hat mich jetzt ein bisschen verblöden lassen, dass ich zwei Tage hintereinander so ein Tough geguckt habe. Man merkt das schon regelrecht bei mir. Ging's da so um Assi-Bräute, die von so irgendeinem Model, das selber aus dem Ghetto kommt. Ja, also eingeführt wird in die Welt und dann ihren Traumberuf bekommen und so. Und dann stehen die alle so alleine vor der Kamera. Ah ja, ich freue meine große Chance jetzt. Und ich werde das auf jeden Fall durchziehen und ich bin das wert. Und und dann kommt die nächste und dann siehst du, wie die anderen hinter der Kamera stehen. Wie sah die denn schon aus? Ist ja, der geht ja gar nicht. Was hält die von sich? Siehst du die andere? Ja, die hat mich schon so arrogant angeguckt. Da weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Ja, finde ich voll blöd jetzt. Und dann sollen die beiden sich in die Zimmer teilen und dann kommt, also mit der will ich jetzt nicht, nee. Und dann sagt die, dieses Model zu denen, sagt ja, wenn nicht, dann könnt ihr gleich aufhören. Und dann siehst du die eine wieder, wie sie da allein vor der Kamera steht. Ist ja wie im Heim schon wieder hier. Muss ich mir mit jemand anders das Zimmer hier teilen? Geht ja gar nicht. Und ich denke mir nur so, what the fuck? Warum gucke ich überhaupt weiter? Ja. Das zu meiner Nebenbeschäftigung die letzten Tage. Und warum gehe ich jetzt da oben rein? Ich sag ja, ich verblöde heute total. So. Ja. Jetzt kommen wir aber hier durch. Bitte, bitte, bitte. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so durstig. Halt, stopp, der Durchgang ist willst du mich verarschen? Okay, ich verstehe immer noch nicht, warum ich da nicht langkomme. Ich habe doch was zu trinken gekauft. Ich habe doch noch was dabei, oder? Wo ist es denn? Sprudelwasser, Tafelwasser. Komisch. Muss ich von der... Okay. Das ist eigentlich... Oh. Da muss ich hin. Auch nicht auf den Bericht, sondern auf Fliegen. Okay, also eigentlich müsste das ja gehen. Also... Jetzt bin ich etwas überfragt, ob es einen Unterschied macht, wenn ich von der Seite komme. Sollte es eigentlich nicht... Ich weiß gerade echt nicht, warum das nicht funktioniert. Sonst muss ich tatsächlich gleich kurz eine Pause... Oh, ich heile mal mein Pokémon, bevor das hier weiter mit dem Getrudel geht. Sonst muss ich gleich echt eine Aufnahmepause machen und mal nachgucken. Weil so geht das ja nicht. Kann ja nicht sein, dass ich da nicht durchkomme. Also ergibt zumindest in meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn, dass ich da nicht durchkomme. Ich weiß nicht, muss ich irgendwas noch machen? Upsala. So, vielleicht von der Seite zu kommen. Ja, bla, ich bin so durch. Kann ich den nicht ansprechen? Aber ich habe doch Wasser für dich gekauft. Was willst du denn noch? Was willst du? Was willst du? Dann fahre ich jetzt den Fahrradweg runter und probiere es dann nochmal. Oder wie machen wir das jetzt hier? Ich mache jetzt an der Stelle einfach, glaube ich, mal eine kleine Aufnahmepause und schau mal nach, was ich hier falsch mache. Wir sehen uns dann gleich. Bis dann. Jo, Leute, da bin ich wieder. Ich habe es ja immer nachgelesen. Also das mit dem Tafelwasser ist, glaube ich, noch aus der ersten Generation, wo man das so machen muss. Hier muss man tatsächlich Tee besorgen. Aus einer Villa in Prismania City. Gucken wir mal, ich weiß jetzt nur noch nicht. Oh, da ist die Prismania Villa. Ja, das ging ja jetzt einfach. Irgendeine ältere Dame soll den hier einem geben. Vielleicht die hier unten direkt sitzt. Mal schauen. Du solltest dein ganzes Geld nicht für Getränke ausgeben. Versuch das hier. Ja. Gegen Durst ist nichts besser als heißer Tee. Er ist einfach am besten. Ha, ja. So einfach geht das.
Ja, irgendwie konnte ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Also, ich bin mir relativ sicher, dass es früher nur Tafelwasser war, das man besorgen musste. Da hat einem keine Schrullo Amma hier Tee gegeben. Zweifle ich stark dran. Gut, dann kommen wir jetzt aber endlich nach Safronia City hier. Oh, dieser Tee, er riecht so lecker. Hä? Ich kann ihn haben? Wow, das ist nett, danke. Gluck, gluck. Schluck. Falls du nach Safronia City möchtest, dann darfst du passieren. Ich teile den Tee mit den anderen Wächtern. Ich meine, wie dämlich ist das denn, dass ein Wächter dich nicht durchlässt, weil er was zu trinken haben will? Das ergibt doch überhaupt gar keinen Sinn. Denn jetzt stehen hier überall diese Fatzen vor der Tür. Weil ich erstmal in das Gebäude rein muss und die alle zusammenschlagen. Nee, eine Tür ist hier offen. Ich glaube, da gibt es irgendeine TM oder sowas. Mal schauen. Warte, sag kein Wort. Du suchst dies hier, oder? TM29, ja. Ich wusste es. Das ist Psychokinese. Sie vermindert die Spezialfähigkeiten des Gegners. Ich wusste es. Ja. Ist aber auch schön, dass er direkt weiß, wonach ich suche. Ich meine, sagt er das jedem, der da reinkommt? Ich weiß, was du willst. Nimm's. Nimm hier. Take my money. Ja. So, jetzt gehen wir noch einmal hier rum. Einfach, weil wir es können. Hier sind die Arenen, aber... Nee, in die eine Arena komme ich noch nicht rein, in die andere schon. Aber, wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal Team Rocket Leute zusammen. Ich laufe schon wieder eins so weit. Was soll das denn? So, hier. Guter Mann. Schnarch. Hä? Er hält ein Nickerchen. Ach so, nee, da stand... Ha! Er hält ein Nickerchen. Sehr klug. Auch nur eine Wache dazulassen, die anscheinend auch übermüdet ist. Was ist hier los? Der eine ist durstig, der andere ist müde. Echt. Wie behandelt ihr eure Spielcharaktere, liebe Pokémon? KG, nein, keine Ahnung, wie die heißt. So, leider weiß ich jetzt nicht mehr. Also früher konnte ich dieses Ding auswendig. Da gab es bestimmte... hier, diese Beam-Dinger und diese Etagen. Da wusste ich, wo man hin muss und wo nicht. Ja, das weiß ich jetzt alles gar nicht mehr. Da muss ich mich wohl in den Kampf hier stürzen. Hey, Balk, was machst du hier? Ja, eigentlich habe ich ja nicht vor, unbedingt jeden einzelnen Team Rocket-Menschen hier herauszufordern. Ich glaube, das ist echt etwas zu viel. Ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege, in die oberste Etage zu kommen, ohne dass ich das tausendmal kämpfen muss oder tausendmal hin und zurück, um die Pokémon zu heilen und so weiter. Das wäre ja doof. Oh nein, nein, sei mal ruhig, Vögeli, sei mal ruhig. Nein, pst, ruhig da oben. Ja, eigentlich hatte ich mir angewohnt, beim Let's Playen jetzt eine schöne Decke über die drüber zu hängen. Und ich merke gerade, dass ich es vergessen habe. Und jetzt möchte mein Vogel auch unbedingt mitsprechen. Aber jetzt gucke ich ihn böse an und er hört auf. Los. Ja, jetzt guckt er blöd zurück. Das hättet ihr echt sehen sollen. Ja, währenddessen flämme ich hier dazu Wort ab. Und es ist tot. Und nein, ich will das Pokémon nicht wechseln. Jetzt seid doch mal ruhig da oben. Wahrscheinlich hört man das am Ende gar nicht, weil ich viel zu laut bin. Ich glaube, inzwischen sind die, kriege ich das mit dem Mikro richtig hin. Also die ersten paar Folgen, die ich noch aufgenommen habe, da muss ich leider Gottes sagen, da habe ich leider noch ein bisschen, also trotz Testaufnahmen habe ich da ein bisschen Mist gebaut. Muss ich leider zugeben, aber jetzt habe ich noch ein paar mehr Testaufnahmen gemacht und wenn die Folge ich komplett hochstelle, dann werde ich ja auch nochmal hören, ob das besser geworden ist. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Ich mag mein neues Mikro. Und außerdem sieht das so professionell aus. Nee, voll gut. Da fühlt man sich auch voll professionell. Da möchte man fast am liebsten solche Ansagen machen. Guten Tag, meine Damen und Herren, zu Ihrer Radiosendung des Vertrauens. Ich sollte nur lernen, mich nicht so oft zu verquasseln, dann wird das auch richtig überzeugend rüberkommen. Oder ich mach wie bei High School Musical dieses Geschwisterpärchen, dieses Blonde, diese Aufwärmübung. Ma! Ma! Brr, brr. Ob ich wohl jetzt besser sprechen kann, ich weiß es nicht. Der will bestimmt auch kämpfen. Nein, dreh dich weg. Ach, gut. Gehen wir einfach mal hier rein. Wo kommen wir hin? Schon wieder so ein Tantenmann.
Ich versuche es einfach. Oh, es klappt, es klappt. Kann man da eigentlich so ohne Probleme durch? Ah, nee, ich brauche zuerst den Türöffner und der ist auf irgendeiner Etage. Und ich glaube, das Teil hier ist wichtig. Das ist bestimmt wichtig. Sieht so aus, als wäre es wichtig. Ja. Nö, da bin ich wieder am Anfang. Oh, das war ja gut. Mann, bin ich gut. Ich bleib jetzt hier auf der Etage und suche den Türöffner. Hier ist nix. Hier ist nix. Hier. Oh, scheiße, er hat mich gesehen. Hey! Du hast hier nichts verloren. Woher weißt du das? Mein Handy habe ich hier verloren. Das liegt da hinten in der Ecke. Und es heißt Türöffner. Schlechte Ausrede, oder? Guck mal, es hat fast noch ein Level erreicht. Wie toll. Dann mal los, Pikachu. Mach mal... Oh, gegen Tragosso sollte ich vielleicht nicht Pikachu einsetzen. Egal. Komm, das geht alles. Pikachu, du kannst das. Funktioniert doch. Oh, 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 oh. Es war doch nicht so gut. Ja, jetzt habe ich das Pikachu schon verloren. Geht ja gar nicht. Und, nehmen wir mal TikTok. TikTok ist eigentlich auch nicht so klug, oder? Scheiße, Mann, was für Mist mache ich heute. Ich kann mich ja nicht gerade Pokémon-Meister heute nennen. So. Weiter geht's. Ja, ich werde dich trotzdem zu Tode fliegen. Und es pumpt sich in der Zwischenzeit auf. Yeah. Und Schlappi erreicht Level 17. Oh mein Gott, wer hätte das je gedacht, dass es so weit kommt. Was habe ich gehört, auf Level 20 entwickelt es sich schon. Also, ist ja nicht mehr so weit. Als nächstes wird Schubert eingesetzt. Wir bleiben erstmal bei TikTok, weil der braucht ja auch dringend noch ein paar Level. Der hängt inzwischen ja nicht mehr so stark hinterher, obwohl ich auch mal ein bisschen meinem Dratini trainieren sollte. Aber wie man mich ja mal so kennt, schaffe ich das nur einmal in 3 Jahren. So mal zu trainieren. Das ist hart verloren. Ja. Okay. Die Super-Pokémon-Typen, ja, Team Rocket-Typen werden noch weiter fertig gemacht in der nächsten Folge, in der Hoffnung, dass ich den Türöffner da finde. Aber das war es erstmal für diese Folge. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!